Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LB und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir ja die, weiß nicht, Kanalisation. Ist eine Kanalisation gewesen? Sieht man jetzt nicht, ne? Unterirdischer, wie wir, ja. Das haben wir betreten. Es kam zu einer kleinen Zankerei zwischen Sore und Mikleo. Noch Mann. Und ja, wir wurden in einen Kampf gezwungen und bevor wir jetzt da weitergehen, wir haben ja einen Bronzeschlüssel bekommen. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal die ganzen Truhen. Ich schneide euch dann wahrscheinlich mal zur Truhe, wenn ich eine öffne. Und ja, wir haben hier die erste Truhe. Und da drin haben wir Bernsteinstiefel. Oh, geil. Ja, gut. Weiß ich nicht auswendig, wo die sind, aber ich werde euch dann dahin schneiden, wenn wir da sind. Also, bis zur nächsten Truhe. Truhe Nummer 2. Bams. Was? Warte mal. Sag mir nicht, ich. Also, als sind die Unterladbahn-Dinger. Muss schon sagen. Kupferner Schlüssel, ein Schlüssel für bronzene Truhen und bestimmten Truhen. Okay. Aber ich dachte. Okay, so viel dazu. Das ist natürlich nicht, wo die anderen Truhen sind. Habe ich die nicht auf der Karte markiert bekommen, nachdem ich die angesprochen habe? Okay, wir sehen uns bei der nächsten Truhe. Ich glaube, da war irgendwo noch eine. Nachdenken. So, das mit den Kisten war jetzt nicht so ein großer Erfolg. Ich habe nur eine einzige gefunden, eine Bronze oder Kupfer, keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht, ob ich habe den Schlüssel immer noch im Inventar. Also entweder kann ich immer nur eine Truhe öffnen pro Schlüssel oder das waren wieder vollkommen andere Kisten. Ich bin dann außerdem nochmal zum Gasthaus rübergegangen und wollte gucken, ob Mikleo irgendwo da ist. War aber nicht. Also ja, das war schon wieder sehr erfolgreich. Er wird ja nichts von sehen. Also wir sind jetzt immer neu hier drin und wir müssen Helions platt machen und hier ist Wasser. Oh. Hoffentlich mal ein bisschen mehr Kämpfe. Was zum... Könnte nicht einfach so von irgendwo runtergeregnet kommen. Hilfe. Also wir haben so wenig Kämpfe gemacht und sind noch gar nicht ins Kampfsystem so mehr oder weniger reingekommen. Dann tun sie direkt über 5 Gegner hier reinpacken. Das ist doch nicht wahr. Sehr gut. Bernstein-Montur erhalten. Wir kriegen hier einfach so normale Sachen. Kombo-Effekte. Kombo aus Kriegs- und Verborgenen und Seraphischen Arzt haben einige Effekte. Verringerte SK-Verbrauch abhängig von der Anzahl der genutzten Arzt, höheren Schaden abhängig von der Anzahl. Bla 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 bla. Länger Taube. Je nach. Okay. Ja, so kämpfe ich auch die ganze Zeit. Ich drücke die ganze Zeit XXX und dann Kreis. So. Ich habe übrigens die Bernsteinstiefel ihr gegeben, weil sie geben mir noch hier diesen Ruhen-Effekt. Was auch immer. Betäubungszeit reduziert um 20. Nein, hätte ich zweimal gerne Artverteidigung. Ich habe das schon im letzten Part gesagt, aber... dass die Fähigkeiten nur von der Ausrüstung abhängen. Also, weiß ich nicht, Verteidigung hoch und also was. Betäubungszeiten, was weiß ich. Alles von der Ausrüstung. Ich habe mal alles abgenommen, hatte gar keinen Effekt, bis auf die Waffeneffekte. Also ja, muss davon kommen. So, ich gucke jetzt mal hier an der Decke, ob die hier sichtbar sind. What? Ja. Diese schwarzen Dinger, die hier durch die Gegend fliegen, ne? Ich weiß, es ist Bosheit, aber trotzdem. Macht mich ein bisschen kirre. ハイランド王家の紋章。鍵穴のない扉。これは扉じゃない。そう。封印だ。封印ですか。見つかった異物や遺構が時の権力者にとって不都合なものだった場合、人目につかないように禁忌扱いして封印してたんだって。 ここの鍵は封印を施した王家ゆかりのものか。
Nani? Srei-san wa hontou ni iseki ga suki nan desu ne? Kodomo no koro kara asobi tte ieba Mikurio to iseki tanken datta kara. Mikurio no yatsu, ore ga nani ka mitsuketara tsugi no hi sugu betsu no nani ka wo mitsukete kite. Sore de? Betsu ni, sore dake. Kagi wa wakarimashita. Prüfen. Was denn? Ein Objekt verwenden, ja. Oh, okay. Göttliches Artefakt Feuer. Nee. Okay. Der ist noch nicht verbraucht. Wir müssen schon wieder hier raus. Okay, ja, super, jetzt können wir wieder hier raus. Ma! Denkst du, jetzt kommt mal wieder ein bisschen Action hier? Müssen wir schon wieder in Damensee hier rumlatschen, wahrscheinlich. Ja, wird immer noch. Warte mal, der Dolch. Der Dolch. Ist der Dolch. Hier. Hat doch ein königliches. Ist doch ein königliches Zeichen. Jawohl. Jetzt bin ich echt gespannt, was passiert wäre, wenn wir ihn am Anfang verkauft hätten. Wir hatten ja zwei Chancen, hier den zu verkaufen. Einmal am Anfang, bevor wir die Stadt betreten haben, und einmal ohne Monolith. Und einmal, als wir da rein wollten, dieses Gebäude. Das sind anscheinend weiße und Kämpfe. Einstellende Schwierigkeit, normal. Spieler müssen sich mit der Erlangung von Stärke durch Ausrüstung und den Spielsystem auskennen. Aber einige Ausrüstung, wenn man nur weniger Kunde raus hat. Fällt mir gerade ein, ich sollte mal gucken. Das ist dann auch schwer, oder ja. Warte mal, was ist da auf normal? Hey, Zeit, bei der Kommandante. Also ja. Ja, da habe ich noch nie rumgespielt und da fliegt irgendwas durch die Gegend. Ja, machen wir platt. Da war Hilfe. Hör auf damit. Photon Blast? Oder Blaze? Was zum? Ich dachte immer, man kann nicht viel machen. Ich meine, das hat nicht immer geklappt. Und Feuerring halten. Figurenwechsel. Wenn du im Kampf die Steuerung zur nächsten rechts willst, öffne das Menü, drücke Start, bababa, im Hauptmenü. Also kann man das nicht so mitten im Kampf machen. So, wir haben Feuerring bekommen. Sie hat schon einen, aber der wird wahrscheinlich besser sein, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob die geskriptet sind oder ob ich jetzt einfach nur wegen der Schwierigkeit die Dinger bekomme. Und jetzt sind wir offiziell hier gefangen. Ich gucke jetzt nach oben. Was bist du denn? Du bist doch der Finster-Turtle. Reich von Finster-Turtles. Schildkröten sagt, hereinspazieren, wir kommen im Reich von Finster-Turtles. Wir nehmen alle Befehle entgegen. Er hat von allem, wenn wir dadurch etwas Kohle kriegen. Diese Art von Spielern und sind wir hier Reich von Finster-Turtles. Ach, man kann kaufen. Was habt ihr denn? Angebot, Bernsteinmontur. Ich würde gerne sehen, was ich hier so gerade ausgerüstet habe. Warte mal, Anprobe.
Tiara. Ja. Haben wir so viel Geld? Ich nehme es. Haben wir so viel Geld? Ach, da oben. Mal einfach. Wahrscheinlich gibt es ja viel bessere Sachen, aber egal. So, sehr schön. Kurz immer nach oben erstmal. Mein Glück finde ich genau jetzt eine Bernstein-Tiara irgendwo in der Truhe. Bernstein-Papier, oh, gut. Ja. Angriff plus 4, ja. Ist glaube ich nicht schlecht. Nix. Mein Gott, es hat nur riesig hier. Ja. Kann ich nichts machen. Kann ich überhaupt den Charakter, den Anzeigcharakter wählen? Ich glaube nicht, ne? Wir können ja noch nicht durch. Ja. Was haben wir denn da? Eine rote Kugel. Das ist bestimmt was für Layla. Sehr verdächtig. Ja, der leuchtet auch in anderen Farben, sehe ich gerade. Ich kann das nicht erkunden vorher. Doch, hier. Altar der Heiligen Klinge. Gucken wir mal, AP. 3. Ich kann gar nichts ausrüsten. Doch, hier. Ja. Tankfähigkeit nehme ich an. そっか。でもなんで話してくれなかったんだ?スレイさんとミクリオさんがとても楽しそうだったので、お二人の遺跡の探求心に水を差したくなかったんです。そしてもう一つ、スレイさんのためです。どうしてやん。 スレイさん、同志だからといって、すべてを一人で抱え込む必要はありません。どうですか?この遺跡にたどり着いて、これまでよりも心が躍らなかったでしょう。スレイさん、理由はわかっていますね。けど、友達に宿命という重荷を背負わせたくない。 何でもお見通しなんだな、ライダ。いつの時代でも同志とその天族の友人が必ずぶつかる問題なんです。スレイさん、ミクリオさんの気持ち分かりますよね。うん。なら、もう私が言うことはありませんわ。ありがとう、ライダ。そして、 この祭壇を訪れた本当の理由は、これをスレイさんに託すためですわ。宝石?人の世では宝石と呼ばれているようです。しかし本来は大地の記憶というべきものですわ。宝石?大地の記憶?スレイさん、 見えますか?え?何が?スレイさん、それは天族を感じられる力、霊能力を持つ方にそこに刻まれた記憶を見せるもの。サイカの原始を知るための
Ich habe nur lauter bunte Farben gesehen. Ja. So, wahrscheinlich ein Rest der Kunden, ne? Es geht ja der Altar der Heiligen Klinge. Und wie kam sie an in das Gebäude? どうしの神ボルなんだ。いえ、どうしてそう思うんですね。伊豆地の遺跡で聖剣を掲げる英雄、どうしの壁画を見つけたし、ライラだって剣に宿って同志を待ってたしさ。必ずしも同志が剣を振るったわけではありませんが、同志の剣は最悪や汚れを切り、未来を開いてほしいという人々の願いを表したものなのでしょう。 剣はちょっと変わったものですわね。儀礼剣だと思う。遺跡で見つけたんだ。だから刃がないのですね。護身には十分なんだ。御栗王との稽古に便利だし、必要以上に傷つけない剣なのですわね。未来を切り開くのは難しいかもしれないけどね。スレイさん、剣はあくまでも象徴です。何を持って何を切るのか、それを知ることが大切なのですが。 Alles klar. Sagen wir, es reicht, um die Gegner hier zu plätten. Provisorisch halt. Hey, vielleicht kann man ja den Altar jetzt hier erkunden. Der hier irgendwo war. Wo war der nochmal? Da. Das war der einzige Weg, ne? Ja. Na, lass mal schauen. Nein. Er ist irgendwann nochmal jetzt zurück. ここも封印されてる内側から。ここは同志を生み出すために作られた祭壇なんです。浄化の炎を操れないと開かない仕掛けになっているのですが。なんだって、それじゃあ同志になれなかった人はここから出られず。悲しい時代の産物です。 スレイさんはすでに私にこし入れしています。力もどんどんなじんでいる。すでに浄化の炎をある程度操れるはずですわ。いや、オフンレイ。なるほど。それでこの燭台に火を灯せばいいんだな。はい。ですがこの先はここで倒れた同志になれなかった人たちの思いが汚れとなり、淀みのようになっています。氷馬がうごめいてるってことか。 注意が必要ですが。分かった。 Ja, super. Ich weiß nicht, ob das drücke oben, um eine Silberflamme nach vorne zu werden. Du kannst sie unter anderem nutzen, um fackelähnliche Dinge zu entzünden und unreine Hindernisse zu beseitigen. Wenn du feuerempfindliche Feinde triffst, kannst du dir einen Kampfvorteil verschaffen. Oh, so. Ich dachte, das ist wie in Tales of the Abyss, einfach so. Miau! Ah, schön. Ich gucke jetzt mal hier nach oben. Da oben ist einer. Okay, die werden also dort angezeigt. Und da ist eine Kupfertruhe. So, hahaha. Puff. So. Dann gucken wir mal. Was hat sie denn alles? Feuerring. Protonenbrand. Stellt KP und SK her. Wir machen halt mal hier und das Feuerring machen wir hier und okay. Ah, nee, das ist die Heilung.
Ich habe sie noch gar nicht physisch angreifen gesehen, glaube ich. Hier geht er jetzt schneller. Ja, die Arts werden auch schneller gewirkt. Ja, das Kampftalente. Der Kern von Naidas Kampfstil ist das Verstreuen und baldige Anzünden von Papierblättern. Sie mag im Nahkampf leicht verwundbar sein, doch wenn sie die Überhand gewinnt, helfen ihr ihre überwältigende und undurchdringliche Angriffe sie auch zu behalten. Einige ihrer seraphischen Arts zwingen sie, sich im Kampfgetümmel zu stürzen, aber ihr hoher Art Angriff macht das Risiko häufig schwer wett. Okay. Apfelgummi und Bernstein. Ach, Mann, nicht schön. Habe ich gerade gekauft. Okay, die ist besser. Zum Glück. Das heißt, auch hier in dem Spiel wie in Grace F, je mehr normale Angriffe man sozusagen macht und danach eine Art einsetzt, also zum Beispiel 2x-Angriffe und dann eine Art, dann ist das schneller, als wenn man direkt die Art einsetzen würde. Also wird dann schneller gezaubert. Oh Gott. Finde ich gut. Ich habe schon in Grace F gemacht. So, da ist der nächste Gegner. Sollte man vielleicht das Feuer benutzen? Uff. Wusch. Sehr schön. Gesundheitswiederherstellung. Talent Gesundheitswiederherstellung. Mit dem Talent kannst du mit der Zeit KP wiederherstellen, während du herumläufst. Setze es ein, um neu entdeckte Gebiete mit starken Feinden gesund zu werden. Es warnt sich zudem, wenn du im Kampf mit angeschlagener Gesundheit beendest. Deshalb ist die Begabung nützlich, wenn du dir wegen einer Chance im Kampf sicher bist. Unsicher, meine ich. Stimmt, das habe ich noch mal geguckt hier irgendwo. Wenig Erfahrungspunkte ich bekomme, ne? Ach ne, das habe ich schon ausgerüstet. Das ist ja gut. Nordruhe. Soft Eyes. Was ist das? Hält mich das oder? Alle heilen für 350 KP. Ach, da ist Essen. Okay. Also Gerichte. Gut. Ich sehe schon, wohin das führt. Ach was. Dann mal los. Lässt sich echt gegen so viele. Oh Gott. Der Rundumangriff erlaubt ich besser. Ja, da war auch doof. Ja, ich habe schon gedacht, dass irgendwas passiert. Ich glaube, ich weiß schon, was jetzt kommt. Dramatisieren, okay. Ach, jetzt kommt die Fusion, ne? Sehr schön. Ich
Amortisierung. Drücke im Normalzustand L1, um einen Stoßanzeiger zu verbauen und zu amortisieren. Du wirst die Kraft des Seraphim anrufen und eine gewaltige Waffe erhalten. Durch die Amortisierung profitierst du von kombinierten Angriffen, Artangriffen, dem Fokus, den KP und den Fertigkeiten beider Gruppen. Amortisierung hilft sogar, wenn Zoe K.O. ist und kann jeden Seraph mit mindestens 1 KP und SA wiederbeleben, wenn du L1 drückst. Boah, kommt mal her. Wir sprechen sogar beide gleich. Na, kommt mal her. Sehr schön. Hat was von der Verwandlung aus Zilla 2. でも危なかったな。土壇場で力が目覚めたってことなのかな。はい。一時はどうなることかと思いました。本当に素晴らしいですわ、スレイさん。そんなに褒められると照れるな。スレイさん、もう氷馬は倒したことですし、そろそろカムイを解きませんか。どうやるのかな。 解けないんだけど。そんなことってあるんですの。わあ、すごい。信じられない速さでカムイの力を発現させ、そして解除できないなんて。スレイさんははちゃめちゃですのね。はちゃめちゃ同士。ライラ。あ、解けた。 Unter Menü 3 Arzt-Amortisierung. Auf den Arzt-Bildschirm jeder Figur kannst du mit L2 und R2 zwischen verschiedenen Arzt-Typen wechseln. Du kannst dir eine Liste der verborgenen Arzt X-Anzeigen und die Einstellung für seraphische Arzt darüber ändern. Darüber hinaus kannst du dich auch anderen Arzt ansehen, die im Kampf eingesetzt werden, wie zum Beispiel Verbannungsschuss und Verjüngung. Szenariofähigkeiten. Im Verlauf der Geschichte werden den Titeln von Figuren Szenariofähigkeiten verliehen. Du kannst sie dir ansehen, indem du im Auswahlbildschirm Ausrüstung Titel auswählst. Ja. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier erstmal. Ist schon wieder viel zu lang. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.